So, wir arbeiten jetzt ein bisschen an euren Pass-Skills. Es wird sehr kreativ, sehr abgefahren. Wir stellen uns jetzt hier hin, in die Nähe von der Wand und passen uns den Ball erstmal mit der rechten Hand durch die Beine an die Wand. Wenn er einmal aufkickt, ist auch okay. Wir können das auch so ein bisschen aus der Bewegung machen. Einmal vordrummeln und dann gegen die Wand. Fünf Stück mit der rechten Hand. Oder auch direkt durch die Beine. Und letzter. Und das machen wir natürlich auch auf der anderen Seite. Achtet darauf, dass ihr einen großen Schritt macht. Wir können auch versuchen, ihn dann weiter zu dribbeln, wenn er von der Wand zurückkommt. Okay, durch die Beine ist natürlich noch nicht alles getan. Jetzt versuchen wir das mal hinterm Rücken. Wir nehmen den Ball wieder in die rechte Hand. Versuchen den Hintern unten zu passen und wieder zu fangen. Für wen das noch schwierig ist, weil er hinten nicht ganz um den Rücken rumkommt, der kann ihn auch einmal versuchen, um die Hüfte zu geben, dann natürlich ein bisschen mit beiden Händen. So gegen die Wand passen. Fünf Schritte wieder davon. Ich kombiniere die beiden so ein bisschen. Vier und fünf. Das gleiche natürlich auch mit der linken Hand. Ganz so einfach. Eine Musik noch. Okay, als nächstes stellen wir uns mit dem Rücken zur Wand und gucken nach vorne, dass wir die Wand nicht sehen, werfen nach hinten und versuchen den Ball so schnell wie möglich zu fangen. Am besten soll der nur einmal aufticken. Wenn ihr es euch schwierig machen wollt, könnt ihr den Ball mal ein bisschen fester geben. Ja, davon machen wir jetzt auch 5 Stück. Oder ihr könnt versuchen, den Ball zu fangen, bevor er auftritt. Noch 2. Okay, viel Spaß dabei, bis zum nächsten Mal.